1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Leute. Man mich jetzt hören. Jetzt hört man mich auch. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt, ich fühle mich überfordert. Möchte folglich gerne mit Menschen reden, die sich durch irgendetwas oder durch irgendwen überfordert fühlen. Man kann sich überfordert fühlen durch eine Krankheit, vielleicht durch einen Partner, vielleicht durch den Beruf. Vielleicht generell durch das Schicksal. Man kann sich auch überfordert fühlen durch etwas Positives. Beispielsweise, man hat 5 Millionen Euro gewonnen und sagt, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Ich bin komplett überfordert, wie ich das handhaben soll. Also unser Thema heißt, ich fühle mich überfordert. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch live hier bei uns, jetzt hier in Köln im Studio unter 0800 220 5050 oder meldet uns unter domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heißt Ahmed und Ahmed ist 39 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Ahmed. Inwiefern überfordert? Vor 3 Wochen hat meine Freundin Selbstmord getan, also gemacht. Vor 3 Wochen? Ja. Wie lange wart ihr zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre? Mhm. Vollkommen überraschend? Naja, nicht so überraschend, aber ich hätte es nie gedacht, also, dass sowas passiert. Warum hat sie es getan? Ja, sie hatte chronische Schmerzen. Ich meine, sie hat nichts hinterlassen, warum, wieso sie das getan hat. Aber ich gehe davon aus. Sie hatte chronische Schmerzen. Ja. Was hatte sie von der Erkrankung? Die Erkrankung hat sie gehabt. Die Wirbelsäule war angeknackt, schon seit 16 Jahren. Mhm. Und die hatte linken Bein Lähmung. Mhm. Wie alt war deine Freundin? 35. 35. Mhm. Wie hat sie es gemacht? Ja, also ich habe das später alles erfahren. Sie musste so Tabletten genommen haben, Schlaftabletten. Mhm. Und dann hat sie Tramal gehabt gegen Schmerzen. Die hat die ganze Flasche fast leer gemacht. Mhm. Und danach hat sie noch Metalon genommen. Also einen ganzen Cocktail von Medikamenten, ja, und Chemikalien. Ja. Mhm. Und als man sie gefunden hat, war sie da schon verstorben? Oder? Nein, die war noch am Atmen. Ich hab gedacht, die schläft noch, weil sie die ganze Nacht nicht geschlafen hatte. Das heißt, du hast sie gefunden? Ja. Mhm. Wohntet ihr zusammen auch? Ja. Ja. Wann hat sie das genommen? Und zu welcher Uhrzeit? Ja, sie muss das zwischen 10 und 11 genommen haben. Am Abend? Morgens. Morgens. Da warst du arbeiten, oder? Ja, nicht arbeiten. Ich musste aber auf Arbeit was erledigen. Mhm. Eine Stunde, eineinhalb Stunden bin ich dann nur kurz weggegangen. Ach so, dann warst du dann nach einer Stunde schon wieder zu Hause? Ja. Und dennoch war das so ein starker Cocktail, dass sie nicht mehr zu retten war? Ja. Wie lange war sie dann noch im Krankenhaus? 18 Stunden hat man noch versucht. Mhm. Und am nächsten Tag, Donnerstagmorgen drauf, mhm, um 6 Uhr morgens, haben sie mir gesagt, ging nicht mehr. Als du da nach Hause kamst von deinem Termin und sie da hast liegen sehen, ja, da hast du erst gedacht, sie schläft noch. Ja. Wann gingen denn bei dir die Warnsignale an? Ja, nach 2-3 Minuten. Dann war mir so ein komisches Gefühl. Dann bin ich im Schlafzimmer. Und habe ich gesagt, also die wollten ja eigentlich spazieren gehen morgens, mhm, weil das Wetter schön war. Ne? Mhm. Und sie hat mich gefragt morgens auch, ob ich sie duschen kann. Mhm. Und waschen kann, habe ich sie geduscht und gewaschen. Dann hat sich dann langsam fertig gemacht. Schminken und so. Und dann bin ich ja weggegangen. In der Zeit habe ich gedacht, komm, ich, bis sie fertig ist. Ne? Das heißt, du hast sie gewaschen und geduscht. Das heißt, sie war schon so schlecht dran, dass sie das nicht alleine machen konnte? Mhm, ja, so schlecht nicht. Sie hatte eine Wunde unterm linken Fuß. Und die also ging nicht zu, die Wunde. Mhm. Und dann hat sie mich gebeten, weil sie auf Krücken war, ob ich sie duschen kann. Mhm. Mhm. Ja, habe ich auch getan, dann hat sie sich fertig gemacht. Ja.
Und insofern war es ein bisschen unlogisch, dass sie dann noch schläft oder sich wieder hingelegen hat? Nein, die hat die ganze Nacht nicht vor sich Schmerzen natürlich nicht geschlafen. Mhm. Und da habe ich erst gedacht, sie ist müde geworden und wollte schlafen. Ja. Mhm. Ja, aber nach 2-3 Minuten war mir alles so komisch. Mhm. Bin ich nochmal rüber zu ihr, habe ich versucht zu wecken, ging nicht. Ja, dann bin ich in die Küche gegangen. Mhm. Ja, dann habe ich das Glas gefunden, wo sie rausgetrunken hat. Ja. Und sie hat nichts hinterlassen? Gar nichts. Gar nichts. Ich habe die Wohnung auf den Kopf gestellt, alles. Mhm. Nichts habe ich gefunden. Hat sie denn früher schon mal eine Andeutung gemacht, dass sie des Lebens überdrüssig ist? Ja. Mhm. Hast du das ernst genommen? Ja, sie war ja auch in der Psychiatrie, da, wegen das. Bevor, 4 Wochen vorher war sie in der Psychiatrie. Mhm. Mhm. Man hat sie dann nach 4 Wochen entlassen und schriftlich habe ich gekriegt, dass keine Gefahr dafür ist. Ja. Es sind 3 Wochen rum, ja, sagst du. Ihr wart 5 Jahre zusammen, das ist ja eine lange Zeit. Ja, das aber wir waren auch so, dass ich fast 24 Stunden mit ihr zusammen war. Ne? Mhm. Ich habe mich ja um sie gekümmert. Mhm. Ja, ich kann das auch schlecht erklären, also das war... Wenn du das jetzt so im Abstand von diesen 3 Wochen, die 3 Wochen sind ja überhaupt gar keine Zeit nach so einem Vorfall, nimmst du es ihr auch etwas übel, dass sie das getan hat und dass sie dir das auch angetan hat? Das nicht. Ich bin also so übel. Bin enttäuscht, dass nur jetzt... Ich bin nicht so auf sie, so ist das nicht. Weil sie hat ja verdammt viel in ihr Leben mitgemacht. Und mit den ganzen Schmerzen, 16, 17 Jahre lang. Mhm. Und die hat ja nicht jetzt wie jeder andere, der Schmerzen hat, die Tabletten genommen. Wenn sie nur, die Ärzte haben gesagt, sie darf nur 2 nehmen, dann muss sie manchmal 10, 15 Tabletten am Tag nehmen. Ne? Mhm. Du sagst, sie hat sehr viel in ihrem Leben mitgemacht. Was meinst du, außer der Krankheit, was meinst du damit? Ja, die Eltern, die kommt aus Bosnien. Mhm. Und die Eltern haben sich schon mit 13 Jahren auch aus der Wohnung rausgeschmissen. Mhm. Da musste sich von mit 13 Jahren schon selber um sich kümmern. Ach so. Aber die letzten Jahre, wo ihr beide zusammen wart, 5 Jahre, mhm, da war sie in deiner Obhut, oder hatte sie da auch Probleme mit Familie oder irgendwie? Ja, die Familie hat sich nur gemeldet, wenn sie was wollten. Ne? Mhm. Und sonst überhaupt nicht so. Da war alles so in Ruhe, die letzten 5 Jahre? Ja. Mhm. Mhm. Wie hast du die Beerdigung erlebt? Tja, die war heute. Die war heute? Mhm. Warum war die erst heute? Weil jetzt über Ostern war, dann musste sie nochmal zur Gerichtsmedizin, weil man hat sie ja nicht sofort freigegeben. Warum nicht? Ja, weil das beim Selbstmord oder beim Mord immer so ist, haben die mir gesagt, die Kripo. Mhm. Und dann hatte sie Verletzungen, du hast gerade gesagt, am Fuß. Das hat sie wahrscheinlich auch noch stutzig gemacht. Ja, ich habe nur erfahren hinten, also von ihrem Bruder, dass mit ihrer Mama gesprochen hat, dass sie Angst hat, dass man ihr Bein amputiert. Ne? Mhm. Und sie war ja nicht so, sie war so eine, die wollte auf niemanden angewiesen sein. Woher kam eigentlich diese Verletzung? Das habe ich gerade gar nicht gefragt. Sie hat vor 16 Jahren einen Freund gehabt. Mhm. Vor 16 Jahren? 16, 17 Jahre und der hat sie mal geschlagen, so wie sie mir das damals gesagt haben. Und das stimmt auch. Ich habe das auch von ihrem Bruder erfahren nachher. Mhm. Und dann ist sie irgendwann mal, könnte sie nicht mehr, ist sie aus dem 4. Stock oder 3. Stock gesprungen und dadurch hat sie die Wirbelsäule. Ach, aus der Zeit stammt das noch? Ja. Das ist so lange zurück? Ja. Mhm. Seitdem hat sie immer diese chronischen Schmerzen gehabt. Mhm. Das war heute die Beerdigung. War das eine große Beerdigung? Ja, so 25, 30 Leute. Mhm. Was hast du unmittelbar danach gemacht? Ja, nichts. Ich laufe, also sag ich mal, die letzte Zeit nur durch die Stadt rum. Ich weiß nicht, ich kriege keine Ruhe. Mhm. Gibt es irgendwie so, dass du dir Vorwürfe machst, ich habe nicht genug getan, ich habe ihr vielleicht nicht genug geholfen? Ja, manchmal schon, aber sie hat es ja schon mal probiert gehabt und man sagte mir auch, ich kann nicht immer 24 Stunden auf sie aufpassen, mhm. Ne? Aber es kommt doch irgendwann mal immer durch, ohne nachzudenken. Mhm.
Gibt es auch so die Gefühle bei dir, dass du auch so ein gewisses Verständnis dafür hast, dass sie das getan hat? Ja. Ja. Mhm. 35 Jahre, sehr jung noch. Ja, sehr jung. Mhm. Und jetzt ist unser Thema heute, ich fühle mich überfordert. Und dann kann ich gut verstehen, dass du anrufst, weil man wahrscheinlich im Kreis läuft und weiß gar nicht, was man mit den Gefühlen anstellen soll, die in einem brodeln. Tja, so genau. Mhm. Gibt es einen Freundeskreis, mehrere Menschen? Freundeskreis, ja. Weiß ich nicht. Ich hab die Trauerfeier gehabt noch vor einer Woche und so. Die Leute haben versucht, also die Brüder, und die waren ja 11 Geschwister, ne? Mhm. Keiner von denen hat sich gemeldet, gab auch keiner zur Beerdigung, keine von denen. Aber du sagst die Trauerfeier von der Woche? Heute war doch die Beerdigung. Ja, aber die Trauerfeier war vor einer Woche. Achso, das ist auseinander. Und dann musste ich warten, weil sie eingeschattet wurde. Achso, verstehe. Mhm. Mhm. Das heißt, da ist keiner so aus dem näheren Umfeld, mit dem du viel sprechen kannst und mit dem du deine Trauer vielleicht auch ein bisschen teilen kannst. Es ist niemand da. Niemand. Niemand. Mhm. Mhm. Ja, und dann haben sie noch ein bisschen Stress gemacht. Die wollten das haben, die wollten dies haben. Also es geht um materielle Dinge dann auch noch. Ja. Das heißt, der Schmerz und der Schock ist schon groß genug und dann geht es dann noch um ein paar Euro 50. Wenn das nur, jetzt sage ich mal, wenn sie jetzt endlich unter der Erde ist jetzt, dann kann ich das noch verstehen, aber die waren noch nicht mal unter der Erde, sondern diese Habgier. Mhm. Hast du deine Freundin sehr geliebt? Ja. Mhm. Wie hat sie über den Tod gedacht? Habt ihr da so ganz, ganz ausführlich mal drüber gesprochen? Ja, sie hatte so eigentlich keinen Spaß mehr am Leben gehabt, von den ganzen Schmerzen und die ganzen... Und das habe ich schon verstanden. Ich meine, so überhaupt hat sie Angst vor dem Tod. Wie hat sie Hat sie nicht gehabt. Wie hat sie sich tot vorgestellt? Was dann ist oder was danach kommt? Sie meinte, sie hat an Wiedergeburt und sowas geglaubt, aber so Angst hatte vom Tod nicht gehabt. Sie sagte, es wäre eine Lösung für sie. Mhm. Ich finde, wenn du jetzt ganz alleine da stehst, ist das ein sehr schlimmer und bitterer Zustand. Ich glaube, dass man sehr schlecht Trauer verarbeiten kann, trauern kann, wenn man ganz alleine ist. Tja, eine von ihren Freundinnen, die ich überhaupt nicht kenne, ganz außenstehende, die ist die Einzige, die zu mir bis jetzt gehalten hat, die immer jetzt da war, aber die engsten Freunde von ihr, kein Wort, gar nichts. Ich biete dir jetzt ein Gespräch mit meiner Psychologin noch an, Ahmed. Ja. Und das ist die Elke heute Nacht. Ja. Und die Elke wird dir noch einen Tipp geben, an wen du dich wenden könntest, wenn du das gerne möchtest, dass du einen Ansprechpartner findest in deiner Umgebung. Ich fände es gut, wenn du es machen würdest. Ich kann auch nicht mehr, ich muss. Ich liege hier auf dem Bett 3 Stunden am Tag und ich habe die Augen zu, aber ich kann nicht schlafen. Ja. Jetzt legst du mal bitte auf und die Elke ruft dich an und dann könnt ihr weiter in Ruhe sprechen. Okay, ich danke dir. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Ja. Auf Wiederhören. Unser Thema heute Nacht, ihr Lieben, heißt, ich fühle mich überfordert, wenn ihr euch durch eine Situation, einen Umstand oder durch Menschen überfordert fühlt und mit mir gerne darüber sprechen wollt, dann meldet euch ganz einfach unter 0800 220 5050 und hier ist Werner und Werner ist 33 Jahre alt. Hallo Werner. Ja, hallo Domian. Hallo. Warum hast du zu dem Thema angerufen? Ja, ich bin verheiratet, habe 2 Kinder, Tochter ist 3 Jahre, der Sohn ist 5 Jahre. Mhm. Am Karfreitag habe ich von einer Bekannten erfahren, dass mein Sohn nicht von mir sein soll. Das heißt, ich wäre nicht der leibliche Vater. Das konnte ich nicht verstehen. Das war für mich unfassbar. Das hast du von einer Bekannten erfahren? Durch eine Bekannte von meiner Frau. Ja. Da ist meine Frau, ich sag mal so, aufgewachsen, weil die leibliche Mutter für ihre Kinder nicht sorgen konnte, da sie Alkoholikerin war, hat sich meine Frau bei Bekannten, also bei der Frau, sehr viel aufgehalten. Mhm. Und die wiederum hat dir das erzählt? Die hat mir das erzählt. Ja. Warum ich wollte hat das die, nicht warum, glauben. Warum hat die dir das erzählt? Warum hat sie mir das erzählt? Ich bin da hingefahren.
Sie hat, meine Frau ist in den letzten Wochen da immer hingefahren, abends, nachts. Und ich konnte das nicht ertragen. Ich habe ihr das auch nicht geglaubt, dass sie dort war. Ach so. Und ich bin dann dahin, eines Abends habe ich die Schnauze voll gehabt, habe gesagt, dass ich irgendwann, glaube ich, habe ich ihr nicht mehr geglaubt und ich bin da selbst hingefahren. Ja, und ich kannte die selber ja auch nicht. Ich bin da nur hingefahren, habe gesagt, so ist die Situation. Meine Frau sagt, ist immer bei euch, stimmt das überhaupt? Erstens stimmte das gar nicht, dass sie so lange, also teilweise kam sie 2:30 Uhr morgens wieder nach Hause. Und dann hat man mir erzählt, dass das erstens nicht stimmte, dass sie nicht so lange da war. Wo war sie denn sonst noch? Tja, das weiß ich bis heute nicht. Aha, also haben wir mehrere Themen. Natürlich. Aber dann haben hat diese Frau, diese Bekannte von deiner Partnerin, hat das einfach so erzählt, dass dein Sohn nicht dein wirklicher Sohn ist. Ganz genau. Sie wollte mir, sie sagte noch, sie möchte mir helfen. Ja. Sie hat ein ganz schlechtes Gewissen. Das habe ich auch gleich gemerkt in den Gesprächen. Dass da irgendwas nicht stimmt. Okay, jetzt lassen wir mal die Frau außen vor. Ja. Wie immer man das beurteilen mag, dass sie, dass dir, der du ihr ganz fremd warst, das gleich erzählt hat. Finde ich erst ein bisschen merkwürdig, aber egal. Du hast wahrscheinlich dann direkt deine Partnerin angesprochen. Natürlich. Wie hat sie darauf reagiert? Meine Frau wollte erst wieder nicht nach Hause kommen. Die war auch wieder weg, als ich, sie hat wohl gemerkt, dass ich irgendwas weiß. Hat sich dann nicht wieder getraut, nach Hause zu kommen. Dann ist sie mit dieser Frau, von der ich das weiß, zusammen sind sie dann wieder zu mir nach Hause gekommen, zu uns nach Hause. Ja. Und dann habe ich sie zur Rede gestellt. Ich sage, stimmt das? Ja. Und dann hat sie unter Tränen mir das erzählt. Also was hat sie erzählt? Sie hat nur bestätigt, dass der Sohn nicht mein Sohn ist. Wer ist der Vater? Ohne jetzt einen Namen zu nennen. Kennst du diesen Mann? Nein, überhaupt nicht. Ich möchte den auch gar nicht kennenlernen. Ja, hat sie gesagt, ist das eine Nachtgeschichte gewesen oder wie ist es zustande gekommen? Ja, das war wohl ihr ehemaliger Freund, ihr Ex-Freund. Von dem hat sie sich getrennt. Ja. Und dann wurde sie schwanger von diesem Freund. Ja, jetzt muss ich nochmal rechnen. Das eine Kind ist 5 und das andere 3, hast du gesagt. Wie alt ist jetzt der Junge? Das ist der Junge, der ist 5, Der ist 5, ja. Das heißt also, das ist das erste Kind. Genau. Wie lange wart ihr, wenn du das jetzt zurückrechnest, wie lange wart ihr da schon zusammen, als sie dann nochmal mit dem in die Kiste gestiegen ist, mit ihrem Ex? Also, wir haben uns über eine Partnerschaft, wie soll ich sagen, so eine Hotline. Ich will es mir nur zeitlich so ungefähr einordnen. Ja. Wie lange wart ihr schon zusammen und sie ist dir dann wieder fremdgegangen? Wie lange ungefähr? Hast du doch wahrscheinlich auch schon drüber nachgedacht. Na klar, ich habe da immer nachgedacht. Ich habe da auch nie so richtig nachgerechnet. Es waren vielleicht so 2 Monate. 2 Monate ungefähr. Ja. Und mir wurde immer vorgespielt, dass der Große, mein Sohn, ein Frühchen wäre. So, jetzt hast du diese Information am Karfreitag bekommen. Ja. Und die hast du auch glaubhaft bekommen. Deine Frau hat es dir wirklich gebeichtet. Sie hat es auf jeden Fall gebeichtet unter Tränen und das hörte sich auch ziemlich glaubhaft an. So, was macht diese Information jetzt mit dir? Was ist los? Was macht diese Information? Es geht ja noch viel heftiger los. Ich habe jetzt erstmal zu meiner Frau gesagt, meine erste Reaktion war, das bleibt mein Sohn. Ich werde zusammen zu meinem Sohn stehen. Ich habe ein herzliches Verhältnis. Ich kann den ja nun jetzt nicht, ich kann ja nicht so tun, als wenn das nicht. Ja, das ist doch schon mal ein sehr guter Standpunkt. Natürlich. Ich habe nur dann als zweites gesagt, ich weiß nicht, wie das jetzt zwischen, also die Beziehung, die Ehe, wie die weiterlaufen soll. Habe ich erstmal offen gelassen. Ich habe gesagt, wir müssen uns professionelle Hilfe auch geben lassen. Ja. Mit der ganzen, weil die Tochter ist ja ein leibliches Kind. Ja. Und wir müssen ja irgendwie sehen, dass wir aus der Situation rauskommen. Ja, weil natürlich dein Vertrauen jetzt erschüttert ist und sie hätte es dir wahrscheinlich gar nicht gesagt, wenn das nicht zufällig durch diese Frau durchgesickert wäre. Unheimliche Wut. Glaube ich. Hätte ich auch an der Stelle. Nun hast du gerade so Andeutungen gemacht, die war immer bei der Frau, aber auch nicht die ganze Zeit. Unterstellst du ihr denn oder ist da so ein Misstrauen da, dass sie vielleicht zur Zeit auch jemand anderen hat? Möglich, natürlich. Ich muss dazu sagen, ich wurde krank, ich habe Hodenkrebs, hatte eine schwere Operation gleich im Anschluss nach Ostern. Es musste sofort operiert werden. Und am gleichen Tag, wo ich operiert worden bin, ist meine Frau ausgezogen, samt Kinder.
Ach so. Ja, und ich habe die Kinder jetzt seit 14 Tagen nicht mehr gesehen. Ich habe kein Lebenszeichen mehr von ihr. Warum ist sie ausgezogen? Warum ist sie ausgezogen, Domian? Sie ist ausgezogen, weil sie mit ihrer Lebenslüge nicht mehr leben kann, meiner Meinung nach. Das heißt aber letztendlich, dir wäre daran gelegen, dass ihr schon zusammenkommt, obwohl du sehr irritiert bist? Nein. Dir wäre nicht daran gelegen? Überhaupt nicht. Aha. Überhaupt nicht. Ich musste Montag ins Krankenhaus. Ich habe mich verabschiedet von ihr. Sie hat so getan, als wenn nichts gewesen wäre. Ich habe sie gebraucht. Ich wusste, das ist eine schwere Operation. Das heißt, sie hat sich jetzt gar nicht mehr um dich gekümmert danach? Überhaupt nicht mehr. Sie hat so getan, als wenn nichts gewesen wäre. Jetzt frage ich dich erstmal zwischendurch, bevor wir darüber weitersprechen, wie geht es dir gesundheitlich im Moment? Ich bin ja operiert worden. Der Tumor ist entfernt worden. Ich bin jetzt zwischenzeitlich auch in so einer Computertomographie gewesen, jetzt vor 2 Tagen. Und jetzt kommt es drauf an, also nächste Woche bekomme ich die Auswertung. Ansonsten geht es mir gut. Also es geht mir körperlich ganz gut. Wenn allerdings jetzt noch andere Organe befallen werden sollte, dann müsste ich natürlich Chemo und so weiter bekommen. Ja. So, das ist natürlich ein ganz schlimmer Umstand, dass du bist jetzt so angeschlagen und krank und hast jetzt diesen wahnsinnigen Stress am Hals durch die Familie und das alles weggebrochen ist. Was wäre denn dein Wunsch? Wie sollte es denn sein? Ich kämpfe um die Kinder. Weißt du, ich habe gerade gedacht, dass dir doch noch an der Beziehung gelegen ist, weil du gesagt hast, wir müssen uns professionelle Hilfe holen. Das habe ich ja am Anfang noch gedacht. Natürlich, da habe ich ja noch... Da habe ich noch auf gedacht, da ist noch ein bisschen Fünkchen zwischen uns. Das heißt also, mit der Frau möchtest du eigentlich gar nicht mehr zusammen sein? Nein. Die Liebe ist erloschen? Wir waren schon mal auseinander. Ja, und dir geht es darum, dass du einen ordentlichen Kontakt zu beiden Kindern hast, auch wenn das eine Kind nicht dein Kind ist. Domian, sie hat mir das Haus ausgeräumt, während ich in der OP war, am Montag. Ich werde es nicht vergessen. Das ist sehr schlimm. Das finde ich wirklich auch ganz schlimm. Aber meine Frage nochmal, dir geht es darum, dass du einen geregelten und ordentlichen Kontakt zu den beiden Kindern hast. Erstens das, genau. Erstmal Kontakt. Ich habe ja noch kein Lebenszeichen. Wo ist sie denn eigentlich jetzt überhaupt? Hast du eine Ahnung? Ich habe über das Einwohnermeldeamt hab ich ihre Adresse erfahren, ja. Ich habe ihr auch geschrieben. Ich kenne das doch von damals, als wir ein halbes Jahr getrennt waren. Ich kenne diese Situation. Sie nutzt das ja vollkommen aus. Man bekommt sein Recht ja erst sehr viel später. Ja, ich weiß, das ist alles kompliziert. Alles sehr kompliziert. In der Tat ist es wirklich so kompliziert, dass ich möchte, dass wir dich jetzt in dem Rahmen, was wir leisten können, ordentlich beraten. Das heißt, das machen wir jetzt aber nicht auf dem Sender. Das kann ich auch gar nicht. Ja. Das heißt, wir beenden jetzt das Gespräch auf dem Sender und wir rufen dich gleich nochmal an und überlegen gemeinsam, was du in deiner Situation, die ja nun wirklich alles andere als rosig ist, was du unternehmen kannst, was du tun kannst. Ja, Domian. So, sollen wir es so machen, Werner? Ja, klar. Gut, dann legst du auf und wir, das heißt, erstmal wird meine Psychologin, die Elke, dich zurückrufen und wird gesprochen, in Ruhe. Okay. Okay. Ich danke dir, ne? Von Herzen alles Gute, alles Gute, Werner. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, meine Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Edna und Edna ist 21 Jahre alt. Hallo Edna. Hallo Domian. Ich grüße dich. Hallo. Ich wollte erst mal sagen, das tut mir für die Vorgänger sehr leid, was ich gehört habe. Ja. Gerade für den ersten, das war ja unglaublich. Und finde ich ganz schrecklich. Jetzt aber zu deinem Anliegen, dass du auch sagst, ich fühle mich überfordert. Ja, meinst du es halt eher positiv, also nicht unbedingt negativ. Und ich fühle mich auch sonst nicht besonders überfordert, eigentlich nur heute, weil ich morgen früh zum ersten Mal auf meinen Halbbruder treffe. Oh. Ja. Zum ersten Mal auf den Halbbruder triffst. Zum allerersten Mal, ja. Wie alt ist der? Ich auch erst seit 5 Jahren weiß. Und der na, auch. Na, erst ist gut. Ja, und ich bin halt 21 und er ist schon 37. Ja, aber wenn du schon seit fünf Jahren von ihm weißt, warum trefft ihr euch erst jetzt? Ja, weil es ist so, dass ich habe von ihm erfahren, also die Geschichte ist viel weitreichender. Soll ich mal vorne anfangen? Mach's mal nicht zu ausführlich, pack's mal grob zusammen. Also es ist halt so, dass ich mit 16 Jahren ich habe halt selber rausgefunden, dass ich einen Vater habe. Also das wusste ich natürlich schon immer, aber ich habe dann halt rausgefunden, wer er ist.
Und also das heißt, du bist bei deiner Mutter aufgewachsen? Ganz genau. Meine Eltern, die hatten eigentlich schon nach meiner Geburt dann nur noch so 2-3 Jahre Kontakt, aber meine Mutter wollte schon immer gern mit mir alleine sein. Ja, und die hat ja auch nicht viel erzählt von dem Vater. Überhaupt nicht. Sie hat halt immer so das so abgewogen. Wenn ich irgendwas gesagt habe, dann war das nicht konkret. Das heißt, du bist aufgewachsen, ohne irgendwas von deinem Vater zu wissen. Wer ist das? Wo lebt der? Was war der? Du wusstest gar nichts. Und bist dann eigeninitiativ geworden im Alter von 16 und hast ganz genau, weil ich halt irgendwann mal von meiner Tante den Namen erhaschen konnte. Ah ja. Und dann habe ich mal irgendwie im Internet mich erkundigt und dann bin ich da tatsächlich fündig geworden. Und dann habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass er in meiner Stadt wohnt und zwar gar nicht so weit von mir weg. Und hast angerufen? Das habe ich mich nicht getraut. Ich bin erstmal hingefahren und just in dem Moment, als ich an seinem Haus vorbei bin, kam jemand raus. Ja. Und das war halt kein großes Haus, da wohnten nur drei Etagen. Und dann dachte ich, das könnte jetzt mein Vater sein. Ich war mir halt nicht sicher. Ist ja irre. Und dann habe ich halt relativ schnell gesehen, dass das unser früherer Nachbar war. Ach, den du wiederum noch kanntest und ich erinnerst. Ganz genau, den ich halt nur vom Sehen kannte, aber eigentlich über einen Zeitraum von 12 Jahren habe ich den eigentlich täglich gesehen. Mhm. Und dann habe ich halt zu Hause meine Mutter gefragt und die meinte dann, das wäre halt mein Vater. Also die hat es mir dann gebeichtet. Also der ehemalige Nachbar war dein Vater? Ganz genau, wir waren halt irgendwie, als ich 3 war, waren wir dann in die Nähe von ihm gezogen, also nebenan gezogen und er hat mich dadurch irgendwie auch aufwachsen gesehen. Und der wusste ja, dass es dich gibt und er wusste auch, dass du seine Tochter bist. Ganz genau. Und er konnte halt, also das habe ich dann alles im Nachhinein halt erst erfahren. Stopp, lass mich mal fragen. Ja. Als du denn da vor dem Haus standest und er kam raus, der ehemalige Nachbar, da hat der dich ja gesehen. Na klar. Und dich auch erkannt. Natürlich. Ich sehe ihn auch heute noch ungefähr einmal in der Woche. Ja, Moment, in dem Moment, habt ihr miteinander geredet? Nee, weil ich bin vor ihm gelaufen. Ja. Und ich hatte halt, also ich war vor dem Haus stehen geblieben und dann habe ich Schritte im Treppenhaus gehört und bin dann so ganz automatisch die Straße runtergelaufen und habe halt gemerkt, dass jemand hinter mir läuft. Ach so. Und er hatte mich natürlich auch erkannt, auch von hinten. Aber hatte mich ja schon oft genug gesehen. Klar, und aber ihr habt nicht miteinander geredet? Nein, überhaupt nicht. Wir haben bis heute nicht miteinander geredet, obwohl ich ihn, also er wohnt 3 Stationen mit der Straßenbahn von mir entfernt. Ach, das ist ja verrückt. Seit 5 Jahren? Du weißt das seit 5 Jahren und hast seit 5 Jahren ihn nicht angesprochen? Ganz genau. Warum nicht? Das liegt halt daran, also gerade so in meiner Jugend dachte ich halt, dass das so seine Aufgabe ist. Ist vielleicht ein bisschen doof, aber ich meine, er hat 12 Jahre neben mir gewohnt, hat mich täglich gesehen. Mhm. Ich meine, ich war damals 3 Jahre alt und ich war eben dann auch 12 Jahre alt und 13 Jahre alt und es hätte eigentlich genug Möglichkeiten für ihn gegeben. Und meine Mutter meinte dann halt, er hätte zu ihr mal gesagt, er wüsste halt nicht, wie er an mich rankommen sollte. Mhm. Und weißt du, was mir dazu einfällt? Du hast natürlich eine enge Beziehung zu deiner Mutter und glaubst ja auch viel. Ja. Aber man weiß ja nicht, es gibt die verrücktesten Tricks, wie Frauen die Kinder von den Vätern weghalten. Ja. Man weiß ja nicht, was sie ihm alles gesagt oder angedroht hat. Deswegen, wenn ich du wäre, ich wäre so neugierig, dass ich mich mit dem Mann treffen würde. Ja, ich würde mich mit dem Mann treffen und würde mir mal dessen Version anhören, wie der das darstellt. Also ich bekomme ihn ja auch so ein bisschen mit, weil ich ihn halt auch beobachte. Wenn ich ihn sehe, dann sehe ich ihn zwar nur für eine Minute maximal, aber... Aber der weiß jetzt halt nicht... So weißt du, du musst dir vorstellen, er ist so ein, ganz... oberflächlich gesagt, so ein Künstler, weißt du? Ja. Also der hat halt noch dieses andere Kind, mein Halbbruder. Und worauf wir jetzt gleich kommen, genau, ja. Genau, und um den hat er sich halt auch von sich aus nie gekümmert. Ja. Der war halt damals auch mit der Mutter von meinem Halbbruder verheiratet und die hat sich dann irgendwann von ihm getrennt, als der Junge 3 Jahre alt war. Genau, und lass uns jetzt über diesen Halbbruder reden. Morgen, das ist ja auch der Anlass deines Anrufes, morgen triffst du deinen Halbbruder. Ja. Wie hast du das jetzt rausbekommen, dass es da einen Halbbruder gibt und wie ist der Kontakt entstanden? Das hat meine Mutter mir an dem Abend noch erzählt, als sie mir auch dann gebeichtet hat, dass mein Vater mein Vater ist. Ja. Und dann hat sie nur gesagt, dass der halt Roman heißen würde. Oh, dann hat sie euch den Namen gesagt. Naja, und dass er extrem viel älter wäre als ich. Sie wusste aber nichts Genaueres. Mhm. Und dann habe ich einfach mal auch im Internet nachgeforscht. Das kam ich allerdings erst vor 2 Monaten auf die Idee. Also das hast du auch schon vor 5 Jahren erfahren. Ne? Genau. Und jetzt vor kurzem erst nochmal richtig Recherche betrieben. Ganz genau. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht. Ja. Und dann hast du ihn ausfindig gemacht und angerufen. Also ich habe den Namen von seiner Mutter, die hat irgendwie
sowas, so eine Seite im Internet, und dann habe ich sie halt angeschrieben und dann hat sie ihm das wohl gesagt und dann habe ich gleich einen Tag später eine E-Mail von ihm zurückbekommen. Das ist ja spannend. Und jetzt trefft ihr euch morgen. Genau, wir haben jetzt halt seit 2 Monaten nur E-Mail-Kontakt. Wie war der E-Mail-Kontakt? War der nett? War der freundlich? Offen? Total. Also total, so auch eine Wellenlänge und das ist ja irre spannend. Das heißt, du wirst von ihm vielleicht auch etwas über den Vater erfahren. Absolut. Also ich habe auch schon sehr viel von ihm über meinen Vater erfahren. Ich habe auch von meiner Mutter schon viel über meinen Vater erfahren. Aber er hatte mit ihm Kontakt, bis mein Halbbruder 12 war. Ja. Und wie er das geschildert hat, hat mein Vater halt irgendwann kein Interesse mehr gezeigt. Was ich irgendwie auch schändlich finde, ja. Ja. So ein bisschen, weil er hat halt immer, also mein Halbbruder hat immer den Kontakt gesucht und mein Vater hatte dann eine neue Freundin und wollte vielleicht auch mit seiner Ex-Frau, also mit der Mutter von meinem Halbbruder, nichts mehr zu tun haben, ich weiß es nicht. Das heißt, jetzt so ganz in der letzten Zeit hat er auch null Kontakt mit dem Vater. Ganz genau. Mhm. Also es war so, dass er irgendwie so formelle Sachen mit ihm noch regeln musste und dann auch bei ihm zu Hause war, aber da war nie so ein Vater-Sohn-Verhältnis war da wohl nie. Aber ich finde das ja toll. Ich fände das auch klasse, wenn mir plötzlich so unerwartet noch ein Bruder oder Halbbruder er war auch ganz überrascht, weil er hatte Ja, weil er hatte halt auch von mir nicht gewusst. Ja, ja. Wo trefft ihr euch morgen? Also in einem Café oder Restaurant oder auf der Straße? Nein, wir haben so einen Laden aufgemacht, den wir halt beide kennen. Der ist in unserer Stadt oder in seiner ehemaligen Stadt. Der wohnt ja nicht mehr in meiner Stadt. Ja. So ein Begriff ist. Und da treffen wir uns morgen. Und was ja noch dazu kommt, unser Vater, der geht jeden Mittag in eine Mensa. Mhm. Und da wollen wir dann morgen auch hin. Ah. Allerdings weiß ich noch nicht so genau, mit welchem Ziel. Das kann also sein. Wie werdet ihr euch überhaupt erkennen, du und dein Bruder? Tja, also ich habe ihm Bilder geschickt. Ach so, ich habe ihn dann noch mehrmals aufgefordert, dass er mir doch vielleicht auch mal welche schickt. Ja. Aber aus irgendwelchen Gründen, er meinte, seine Kamera wäre kaputt. Ich weiß nicht. Vielleicht fühlt er sich irgendwie ein bisschen alt oder so, weil ich ja noch so jung bin und er, ich meine, 37 ist auch kein Alter, aber... Also, ihr werdet euch irgendwie schon erkennen. Genau, also er wird mich auf jeden Fall erkennen. Du ziehst einen großen roten Hut auf oder so etwas und... Nee, sowas haben wir gar nicht ausgemacht. Das ist ja irre. Dann, das heißt, ihr beide werdet euch unterhalten und dann geht ihr in diese Mensa, wo euer Vater... Also ich denke mal, wenn unser Vater das heute Abend hört, dann wird er da morgen nicht... Also gerade hört, dann wird er da morgen nicht sein, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass er das... Aber das ist natürlich eine Situation. Dann ist er plötzlich mit seinen Kindern konfrontiert. Also es gab schon oft die Situation, also ich habe ihn innerhalb dieser 5 Jahre ungefähr, sage ich mal, wirklich 100 Mal getroffen, meinen Vater. Mhm. Immer bei allen möglichen Gelegenheiten. Mhm. Und am Anfang ist er sogar, wo er dann gemerkt hat, dass ich wohl weiß, wer er ist, ist er auch immer von mir weggelaufen. Achso, du meinst, er wittert das, dass du das weißt. Doch, das denke ich schon. Mhm. Auch durch Blicke und sowas hat er das schon mitbekommen. Und so, das heißt ja unser Thema, ich fühle mich überfordert, aber ich glaube, das kriegst du gut hin morgen mit dem Bruder, wenn ihr euch schon so angetastet habt per Mail, ist das ja schon mal auch ganz gut, da hat man so ein Bündnis, ne? Da kann man auch beraten, was machen wir jetzt mit dem Vater, ne? Ja. Ich würde an deiner Stelle wirklich so, wenn das nicht gleich morgen klappt, aber ich würde den Kontakt suchen, um einfach mir auch persönlich mal einen Eindruck von dem Typ zu verschaffen. Ja. Vielleicht ist es ja wirklich kein doller Typ und dann weißt du es aber auch aus eigener Anschauung heraus. Ne? Ja, also es geht ihm wohl schon durch den Kopf, so diese Sachen mit seinen Kindern, nur er weiß halt nicht, wo er das anpacken soll. Ja. Das hat man so, dieses Gefühl hat man irgendwie. Ja, vielleicht ist er auch gebremst, hat Angst und ist auch unsicher. Ja, jetzt wünsche ich dir erstmal viel Glück morgen für das Treffen mit deinem Bruder und das wird schon werden, da bin ich ganz sicher. Ja, ich hoffe auch. Alles Gute. Ja, danke dir. Tschüss, auch, Edna. Ne? Tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle ein Hinweis um Punkt 1.37 Uhr auf unsere Promi-Sendung am Samstag. Am Samstag ist Michelle, eine der erfolgreichsten deutschen Schlager- und Popsängerinnen, bei mir zu Gast in der Sendung. Um 23.45 Uhr im WDR-Fernsehen ist Michelle bei mir. Und ihr könnt auch anrufen, ist auch eine Call-In-Sendung so wie diese. Ihr kennt das ja. Und wenn ihr gerne mit Michelle sprechen wollt, Fragen stellen wollt, mit ihr diskutieren wollt und so weiter, dann meldet euch über Mail jetzt an, heute schon an. Ihr konntet das die letzten Tage ja auch schon machen. Unter domian@wdr.de. Bitte kurz draufschreiben, was ihr Michelle fragen wollt und die Telefonnummer von euch, damit wir euch dann gegebenenfalls am Samstag zurückrufen können. Und Samstag sind die Leitungen aber auch eine Stunde vor der Sendung schon geschaltet. Da könnt ihr auch anrufen. Und die Sendung beginnt um 11:45 Uhr am Samstagabend im WDR Fernsehen. Und hier ist Frieda. Und Frieda ist 60 Jahre alt. Hallo Frieda. Hallo. Hallo Frieda. Domian. Schönen guten Morgen. Ja, das Thema heißt, ich fühle mich überfordert. Ja, ich habe innerhalb von fast einem Jahr Mutter verloren, Vater verloren und gestern habe ich meinen Sohn beerdigt. Mutter verloren, Vater verloren und der Sohn. Ja.
Innerhalb kürzester Zeit. Ja. Mhm. Und ja. Ich fühle mich irgendwie so unten durchrutschen und ich kraul mich fest so oben, damit ich nicht ganz abrutsche. Wie alt ist der Sohn geworden? 36. 36. Ja. Und hat einen Tumor gehabt. Ist die Beerdigung morgen? Ein Hirntumor. Ein Hirntumor. Und die Beerdigung, war die schon? Oder? Gestern war die Trauerfeier. Ich hatte es gerade nicht richtig verstanden. Mhm. Die Trauerfeier war gestern. Mhm. Und heute ist der Jahrestag vom Tod von meinem Mann. Mhm. Der Sohn hat einen Gehirntumor gehabt. Ja. Und wie lange hat er daran gelitten? Der hat 8 Jahre seinen Hirntumor gehabt und er war 9 Monate in einem Hospiz. Mhm. Super das, versorgt. Ja, das heißt, du hast ihn in also Hospiz, muss ich das euch erklären, wissen das alle Leute nicht. Ein Sterbehaus, ja. Wo in der Regel sehr gute Arbeit geleistet wird von den Leuten, sehr menschlich mit den schwerkranken Menschen umgegangen wird. Wie hast du das erlebt, die Besuche bei deinem Sohn im Hospiz? Es war jedes Mal Abschied nehmen. Mhm. Immer ein bisschen, ich bin mit Angst hingegangen und mit Trauer weggegangen. Mhm. War er in diesen 9 Monaten, 9 Monate sagst du, war er im Hospiz, ja. War er noch ansprechbar und klar bei Verstand? Ja, allerdings. Den haben sie so mit einer grünen Minna, haben sie den in so einen Rollstuhl gesetzt, am Tisch geschoben, bis er dann auch nicht mehr sitzen konnte. Mhm. Und er hat sämtliche Wünsche wurde ihm vom Auge abgelesen im Hospiz. Das heißt, du sagst auch, dass er sehr gut behandelt worden ist da? Was Besseres kann man nicht bieten. Mhm. Es war fast in der Familie quasi. Mhm. Aber ich bin sehr, sehr traurig, dass er nicht mehr da ist. Das glaube ich. Und das tut sehr weh. Das glaube ich. Vor allem, wenn es sich so anballt und dann der eigene Sohn in dem jungen Alter stirbt. Ja. Wie waren eure letzten Gespräche? Über was habt ihr gesprochen? Über den Garten, über Marmelade machen und über Stricken. Über Stricken? Ja. Hat er sich dafür interessiert? Ja. Und ich habe ihm sämtliche Puppenkleider, die ich gestrickt habe, die habe ich ihm noch vorgeführt und da hat er gesagt, aber das sind die falschen Knöpfe, für Kinder müssen glänzende Knöpfe drin. Ah ja. Ja. Hatte er hat er auch eine Familie schon oder lebt er alleine? Nein, er hat eine traumhafte Frau und zwei süße Kinder. Und zwei süße Kinder. Eine geht im Kindergarten, andere ist gerade in die Schule gekommen. Mhm. Wie ist dein Verhältnis zu der Schwiegertochter und den Enkeln? Eine bessere Schwiegertochter hätte ich nicht kriegen können. Das heißt, du findest jetzt in dem Kontakt zur Schwiegertochter schon etwas Halt in dem ganzen Leid. Wir müssen uns doch gegenseitig stützen. Wenn sie droht umzufallen, fange ich sie auf. Wenn ich drohe umzufallen, dann fängt sie mich auf und die Kinder leben ja weiter. Der Vater lebt weiter und die Kinder. Aber es ist sehr schwer. Du hast es gerade selbst sehr gelobt, das Leben und wie man mit den Menschen im Hospiz umgeht. Was würdest du sagen, was ist der Unterschied zum Krankenhaus, einem normalen Krankenhaus? Im Krankenhaus haben die Schwestern einfach viel zu wenig Zeit, um sich intensiv um den Sterbenden zu kümmern. Mhm. Ich habe es erlebt beim Vater und bei Mutter. Mhm. Da war ich auch dabei und die wohnen zwar 400 Kilometer weit, aber ich bin immer hingegangen und habe auch geguckt, dass die Pflege kriegen, die sie brauchen, Menschlichkeit, die Herzlichkeit, die können sie in einem Krankenhaus nicht geben. Und im Hospiz haben die Leute Zeit, die Mitarbeiter sich um die Patienten auch wirklich... Die nehmen sich Zeit. Wie viele Stunden warst du immer so bei deinem Sohn? Von nach dem Frühstück bis abends, nach dem Abendessen. So lange? So ja. Lange. Zwischendurch hat er mal geschnarcht. Aber das ist schon in Ordnung. Das heißt, du hast ihn wirklich ganz intensiv begleitet die letzte Zeit, seine letzten Wochen und Tage und warst bei ihm. Und hast das getan, was man tun kann. Und mehr konntest du gar nicht tun. Dafür ist man Mutter. Dafür ist man Mutter. Dafür hat man seine beiden Kinder gerne. Die letzten Tage, Stunden, war er da noch bei Bewusstsein? Die letzte Stunde nicht mehr. Aber die letzten Tage, ja, da ging es noch. Wusste er, wie ernst es um ihn steht? Er wurde peu à peu darauf vorbereitet. Er hat gesagt, Mutti, ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich habe nur Angst vor dem letzten Schritt.
Ich habe gesagt, ich helfe dir beim Loslassen. Mhm. Warst du bei ihm, als er gestorben ist? Ja. Die Schwiegertochter auch. Mhm. Also er ist nicht alleine. Er ist im Kreise von seiner Familie gestorben. Also habt ihr alles Menschenmögliche tun können, was man tun kann? Das war er wert. Mhm. Mhm. Nur ich weiß nicht, wie ich es auffangen soll. Mhm. Weil ich kann nicht mehr zu meiner Mutter gehen, ich kann nicht mehr zu meinem Papa gehen. Aber du kannst zu seiner Frau gehen. Und du kannst zu seinen Kindern, das sind seine Kinder, seine Nachkommen. Ja. Um die kannst du dich kümmern. Ja. Ich glaube, dass so etwas immer ein Trost schon ist in all dem Unglück. Und wenn man sich vorstellt, wenn es jetzt die Kinder nicht gäbe und vielleicht auch nicht seine Frau, die Schwiegertochter, wäre es alles noch viel, viel schlimmer für dich. Ja, das wäre viel schlimmer. Mhm. Noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich den Bub sehe, dann sehe ich ihn vor mir. Mhm. Er sieht genauso aus. Er hat auch die gleiche Charakterzüge. Mhm. Genauso sensibel. Wie gehen die Kinder mit dem Tod des Papas um? Die Kleine ist im Kindergarten, die hat gemalt. Mhm. Und ich habe ihr erzählt, jetzt wird der Papa ein extra Schutzengel für dich. Mhm. Und der kommt dann oben bei meiner Freundin oben auf dem Stern wohnen. Mhm. Und wenn du ihn brauchst, dann musst du ganz laut rufen, dann hört er dich. Mhm. Aber der Große, der hat Schwierigkeiten. Mhm. Der ist nochmal wie alt? 7. 7 Jahre. Ja, da versteht man das schon mehr. Mhm. Ja. Mhm. Ja, allerdings. Mhm. Und ich weiß nicht, wir müssen den Großen noch ein bisschen mehr auffangen. Ja. Die Kleine wird es auf ihre Art und Weise verarbeiten. Ja. Aber der Große, da haben wir noch ein Stück Arbeit mit. Hat dein Sohn einen besonderen Wunsch noch geäußert, was so die Kinder anbelangt? Hat er irgendwas Besonderes noch gesagt zum Schluss? Ja, er möchte mit einem Luftballon, also mit so einem Helium gefüllten Ballon möchte er fliegen. Mhm. Das wollte er nochmal machen. Mhm. Aber das ging leider nicht mehr. Nee, mhm. Körperlich konnte es nicht mehr. Wenn der körperlich in besserer Verfassung gewesen wäre, dann hätte er das noch gemacht. Mhm. Aber es ging nicht mehr, leider. Manchmal glaube ich oder überlege, wenn ich das so hier höre von euch, die ihr mir oft sehr, sehr schlimme und tragische Geschichten erzählt, zu was ein Mensch fähig ist, was er alles aushalten kann. Also wenn ich jetzt deine Geschichte höre, du hast das 3 Menschen jetzt verloren. Ja. Und das letzte ist deinen 36-jährigen Sohn. Ja. Das ist schon unfassbar, ist das. Ja, aber jetzt kann ich nicht nochmal einverkraften. Mhm. Und das Schlimme ist, mein ältester Bruder hat Krebs, Darmkrebs. Mhm. Das steht auch nicht so gut um ihn. Du bist 60 Jahre alt. Bist du denn noch gesund nach all diesen ganzen Belastungen? Nein, nein. Ja. Meine Nerven, die sind unten durch. Gab es Momente in der letzten Zeit, dass du gesagt hast, ich kann auch nicht mehr, ich will nicht mehr? Ja, ich habe öfters daran gedacht, ganz einfach alles hier zu lassen. Mhm. Und einfach mit meinem Sohn mitzugehen. Mhm. Aber ich darf nicht. Es würde dein Sohn auch nicht wollen. Die Kinder brauchen mich. Die doch. Kinder brauchen dich. Ja. Und dein Sohn wird sich, wo immer er auch sein mag, freuen, wenn seine Mama sich um seine Kinder auch kümmert. Ja. Das ist so, hundertprozentig. Nee, ich habe öfter schon den Wunsch gehabt, so jetzt eben ist Feierabend. Mhm. Deswegen, ich traue mich nicht, Alkohol zu trinken, weil dann hat man weniger Hemmungen. Mhm. Und Tabletten zu nehmen oder sowas ähnliches. Ich traue mich einfach nicht. Mhm. Ja, du traust dich nicht und du bist auch nicht überzeugt davon, glaube ich. Doch, doch, ich kenne mich. Ja, einerseits vielleicht, weil du denkst, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Ja. Aber andererseits, wenn du dann die Kinder siehst, wird es wieder umschlagen in dir, das Gefühl. Das ist es eins, wofür sich noch richtig lohnt zu leben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in solchen Situationen, wie du sie jetzt beschrieben hast, und auch in den letzten Jahren, irgendwie so ein Gefühl aufkommt, warum muss man immer wieder stark sein und immer wieder stark sein? Es gibt so viele böse Menschen, denen passiert nichts. Da hast du recht. Gute Menschen, die kriegen einen Schlag nach dem anderen. Da hast du recht. Da hast du wirklich recht. Und wenn ich sehe, wenn ich einkaufe gehe, die stehen da am Bütchen und machen ihre Gesundheit absichtlich kaputt. Mhm. Und das tut weh. Mhm.
Und das ist ein junger Mensch von 36 Jahren, wie dein Sohn. Ja. Der es nicht absichtlich gemacht hat, sondern es ist ein Schicksalsschlag gewesen. Ja. Mhm. Hirntumor, da haben sie alles für gemacht. Medizinisch, seelisch, alles, um den aufzufangen. Mhm. Also die Uniklinik in Köln war super, die Uniklinik in Mainz war super. Mhm. Ich muss echt sagen, ärztlicherweise gesehen, Hut ab. Ja, aber die Mediziner sind... Hospiz, Hut ab. Mhm. Aber man konnte eben nichts mehr machen. Nein, nichts mehr. Mhm. Es ging nicht mehr. Ich habe sehr großen Respekt vor dem, was du mitmachst und mitgemacht hast, Frieda. Sehr großen Respekt, wirklich. Mhm. Und ich kann auch nachvollziehen, wenn du dieses Gefühl immer wieder in dir aufkommen spürst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Das kann ich auch verstehen. Mhm. Aber ich glaube, du triffst die richtige Entscheidung, wenn du es auch für deinen Sohn machst und bei deinen Enkeln bleibst. Und deinen Enkeln irgendwann erzählen wirst von dem Papa. Sie ja, ich habe noch Bilder von damals, als der Papa klein war. Ja. Da haben sie auch schon geguckt. Und je älter sie werden, desto mehr werden sie sich interessieren. Das wissen wir ja alle selbst aus unserer Kindheit, dass wir interessiert waren, wie es früher war. Und die Oma kann es am allerbesten erzählen, dann, wie der Papa war. Ja. Lebe dann, für deine... Da muss meine Tochter auch noch helfen. Die muss auch helfen, ja. Die muss auch noch helfen. Weil alleine geht das nicht. Mhm. Ich finde dich so nett und es tut mir leid, dass wir jetzt das Gespräch hier auf dem Sender beenden müssen, weil das ist ja eine Sendung, man kann nicht so ganz lange sprechen. Nee. Darf ich dir denn noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Gerne. Gut, das ist die Elke heute Nacht, Frieda. Mhm. Die Elke ruft dich an. Mhm. Mich hat es sehr gefreut, dass wir beide haben sprechen können. Und ich wünsche dir alle Kraft dieser Welt, alle Kraft dieser Welt und alles Gute. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. 0800 220 5050, das ist die Telefonnummer, unter der ihr uns hier erreichen könnt. Oder ihr könnt uns auch mailen unter domian@wdr.de und unser Thema heute Nacht heißt, ich fühle mich überfordert. Und hier ist Melanie und Melanie ist 28 Jahre alt. Ach Melanie, die Leitung ist weg. Dann machen wir weiter mit der Anke und Anke ist 37 Jahre alt. Hallo Anke. Hallo Jürgen. Hallo Anke. Du hast auch zum Thema angerufen, ich fühle mich überfordert. Ja, ich traue mich ja nun fast nach meiner Vorrednerin da kaum was zu sagen. Was diese Frau erlebt hat, ist so schrecklich, da kommt mir meins fast schon banal vor. Ja, aber so ist das hier in dieser Sendung. Wir reden über alles und vieles ist sehr schlimm und vieles ist weniger schlimm, aber alles ist Leben und alles gehört zusammen. Insofern ist es völlig okay, wenn du jetzt erzählst von dem, weswegen du angerufen hast. Leg mal los. Ja, also ich habe seit einem Monat Nachbarn aus der Hölle. Nachbarn aus der Hölle? Ja, das hört sich jetzt sehr plakativ an. Das heißt, die gehen dir sehr auf die Nerven? Das kannst du wohl glauben. Und auf die Nerven gehen ist noch gelinder ausgedrückt? Ja, es ist wirklich schrecklich. Diese Leute sind ja einfach unfassbar. Ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen. Was machen die? Alles. Alles. Sag mal ein paar Beispiele. Also es geht von Geschrei und Türengeboller übers Treppenhaus, was man so mitbringt. Also pass auf, ich muss dir das so sagen, es ist ein Haus, eigentlich ein Einfamilienhaus mit drei Mietparteien. Da ist eine Dachwohnung, da ist eine Erdgeschosswohnung und ich habe halt die Souterrainwohnung. Ja. Und diese Leute wohnen jetzt im Dachgeschoss und wie gesagt, da ist eine Wohnung zwischen. Ja, ich wollte gerade sagen, da ist ja eine Pufferzone dann dazwischen. Eigentlich ja, aber ihre 3-Tages-Sauforgien, die bekomme ich also hier unten ohne weiteres mit. Mhm. Also so laut ist es und das Haus ist auch hellhörig, dass das durch die Wände irgendwie nach unten leitet. Ja, es ist sehr hellhörig. Was sagen denn die Leute, die dazwischen wohnen, für die muss es doch noch schlimmer sein, die über dir wohnen? Wenn ich dir das jetzt sage, die ziehen aus. Die ziehen schon aus? Ja. Die ziehen schon aus. Mhm. Die ergreifen wirklich die Flucht. Das sind nun auch sehr stille Leute und die hauen jetzt wirklich ab. Mhm. Also, die machen richtig Radau. Die haben Sauforgien. Ja. Gibt es auch Streit im Treppenhaus miteinander? Ja, ohne weiteres. Das ist also wirklich schlimm. Und dann diese Kinder. Ich habe ja nun Souterrain, aber das ist Hanglage. Das heißt, meine Fenster gehen alle zum Garten raus. Mhm. Diese Kinder haben den Garten vom ersten Tag an okkupiert. Mhm. Das heißt, sie gehen auf meine Terrasse, auf den Balkon von den Leuten, die jetzt ausziehen. Mhm. Sie besetzen alles. Mhm.
alles. Also da ist nichts mehr, was vor denen sicher ist. Ob ich da meinen Wäscheständer draußen habe, ja. Sie gehen da dran. Wie viele Kinder sind das? Die oben wohnen, sind drei. Drei Kinder haben die? Ja. Hm. Wie lange wohnst du schon in dem Haus? Du, Mensch, auch noch nicht so lange. Hm. Was heißt das? Ich bin im Dezember eingezogen. Ach so. Ich habe vorher an der Hauptstraße hier gewohnt. Das ist eigentlich ein recht kleiner Ort, das ist eine Kleinstadt, ja. Und diese Hauptstraße war mir zu laut. Mhm. Jetzt bist du vom Regen in die Traufe gekommen. Das kannst du wohl sagen. So kann man das sagen. Und die anderen Leute, wie lange wohnen die schon in dem Haus, die jetzt auch ausziehen? Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Ja, aber hast du schon richtig Streit mit den Leuten gehabt, mit den oberen Nachbarn? Ich komme doch gar nicht an die ran. Ja, man sieht sich doch irgendwo dann im... Nein, ich habe ja meinen eigenen Eingang. Ja. Ja, also die oberen beiden Mietparteien haben eine gemeinsame Haustür und ich habe einen Seiteneingang quasi. Gut, aber man könnte ja mal klingeln und sagen... Ja, gute Idee. Die Idee hatte ich auch schon. Ja, und? Ja, da wird nicht aufgemacht. Wird nicht aufgemacht? Nein, ich bin dann auch schon die Treppe hoch und ich habe wirklich gegen die Wohnungstür von denen. Ich habe mit der Faust gegengebollert und ich habe gerufen und gebrüllt. Ich habe unten an der Haustür Sturm geklingelt. Das nützt ja gar nichts. Also im Klartext, ihr seid euch noch kein einziges Mal begegnet, vis-à-vis. Doch einmal. Wie sie eingezogen sind, da war ich natürlich neugierig und. Aber da wusstest du ja noch nicht, wie schlimm es wird. Da konnte man ja noch nicht darüber sprechen. Nein, ich war höflich, sagen wir es mal so. Wir sind eingezogen, wir haben uns vorgestellt, ja. Und dann habe ich also meinen ersten Eindruck gewonnen und dann habe ich gedacht, ach Gott, wärst du lieber unten geblieben. Mhm. Ach so, der erste Eindruck war auch schon schlecht. Furchtbar. Dennoch wundert es mich, irgendwie, wenn man jemanden treffen will, trifft man den auch auf der Straße irgendwie. Ja, das denkst du aber. Vermieter, also hier haben sich wirklich die Nachbarn in den Häusern rechts und links schon beschwert. So. Und mein Vermieter war dann bei mir und sagte, Frau Kühne, was ist denn da los? Warum kann man die Frau da oben nicht mal erreichen? Da sag ich, das weiß ich doch nicht. Du hast gerade so gesprochen, die Kinder haben alles okkupiert und du bist aber keine Kinderfeindin. Nein, im Gegenteil. Jürgen, ich bin Erzieherin. Ach, du bist Erzieherin. Ich bin Erzieherin. Ich habe selber zwei Kinder von 13 und 11 Jahren. Ach so, und die wohnen auch in der Sutterin-Wohnung, die Kinder von dir. Ja, natürlich, die wohnen bei mir, ganz klar. Ja. Und ich habe wirklich nichts gegen Kinder, ganz bestimmt nicht. So. Und ich weiß auch, dass Kinder spielen müssen, dass Kinder lachen und sich freuen müssen. Aber Kinder brauchen auch, wie du es als Erzieherin weißt, auch Führung. Selbstverständlich. Ne? Und die brauchen Grenzen und ja. So, die fällt da eindeutig. So, wenn das jetzt so ein Horror ist bei dir und du sowieso da noch nicht so sehr lange wohnst, würde ich auch ausziehen. Weißt du, irgendwann würde ich mir überlegen, was soll ich mir die Nerven so kaputt machen? Das sag ich dir. Ne? Denn das, da würde ich abwägen. Nämlich jetzt die Umstände eines Umzuges, das ist umständlich und kostet Geld, ist mir völlig klar. Nehme ich das lieber in Kauf, als dann mich hier endlos zu ärgern, dann würde ich lieber gehen, glaube ich. Ja, sage ich dir ganz ehrlich, ich studiere schon wieder die Wohnungsanzeigen. Ja. Das Problem ist nur, dass ich bei diesem letzten Umzug, der ja im Dezember war, mir das Knie verletzt habe. Ich bin dabei die Treppe gefallen, habe mir das Innenband gerissen. Und weil ich halt noch im Umzugsstress war, bin ich natürlich nicht sofort zum Doktor gegangen, sondern ich wollte erstmal alles fertig bekommen. Dann musste das von alleine heilen. Dann habe ich 3 Wochen auf dem Sofa gesessen und habe gedacht, ich lasse das heilen. Dann dachte ich, es ist gut. Dann bin ich wieder mutig gewesen, wieder die Treppe gegangen. Natürlich auch wieder abgestürzt, weil das Knie noch nicht heile war. Habe mir dabei die Rippe gebrochen. Ach du lieber Himmel. Das heißt also, ein neuer Umzug kannst du körperlich kaum auf die Reihe kriegen. Du, im Moment wirklich nicht. Ich habe jetzt nächsten Montag einen Termin für die Tomografie für das Knie und danach steht die Operation nochmal an. Das heißt, das muss sich schon noch eine Weile hinziehen. Ich muss es erstmal aussetzen, weil ich körperlich einfach gar nicht im Moment ableisten kann. Habe ich dich gerade gar nicht nachgefragt. Der Besitzer des Hauses, mit dem hast du bestimmt auch schon Kontakt gehabt. Ja. Deshalb, wie äußert der sich denn zu dem ganzen Theater? Er sagt zu mir, ich solle sofort petzen, wenn was ist. Mhm. Gut, mache ich natürlich auch schon in gewissem Maße. Ja. Lieber wäre es mir natürlich, wenn ich mit diesen Leuten direkt erstmal in Kontakt treten könnte. Ja. Aber wenn die Tür nicht aufmachen, wie soll ich das Aber der muss doch eigentlich alarmiert sein, wenn die anderen Leute schon ausziehen und wenn in der Nachbarschaft auch darüber schon gesprochen wird. Ja, er meckert die an. Aber es nutzt nichts.
nein. Und das ist auch sehr schwer, Leute. Arsch drauf. Also das sind wirklich, Jürgen, ich sag's ganz ungern, aber das sind wirklich Assis erster Kategorie. Ja, und es ist unter Umständen sehr schwierig für einen Eigentümer, Mieter rauszukriegen. Sehr schwierig. Ja. Mensch, das hat er mir ja auch schon gesagt. Das hat er mir ja auch schon gesagt, dass das so schwierig ist. Da gibt es Kündigungsfristen und solange die sich nicht zu Schulden kommen, dann sprich keine Miete zahlen und so weiter und so fort. Ja. Das ist echt schwierig. Also ich kann das schon gut verstehen, dass einem das wirklich das Leben zur Hölle machen kann, so eine Wohnsituation. Das kannst du wohl glauben. Also, was kann man dir jetzt wünschen? Jetzt kann ich ja eigentlich erstmal wünschen, dass du mit deinem Knie und deinen Rippen und dass das wieder alles relativ schnell in Ordnung kommt. Danke dir. So, und dann, dass du eine ordentliche, schöne Wohnung findest neu. Oh Mensch, diese Wohnung ist ja eigentlich so schön, bis auf diese furchtbaren Nachbarn jetzt seit neuestem. Aber sei froh, dass du zumindest die nicht direkt über dir hast, ne? Dann wär's ja noch schlimmer. Das wäre ja noch schlimmer. Ja, ey. Ja. Ich glaube, ich würde auch sagen, du sollst dir mal sagen, ich habe schon überlegt, ob ich mir so einen Elektrobass ausleihe mit Verstärker. Würde ich nicht machen. Begibst du dich auf die gleiche Ebene wie die? Das ist es ja eben. Das ist es das geht nicht. Nein, das geht doch nicht. Du musst dich völlig korrekt verhalten. Und wenn irgendwann... Da gebe ich mir Mühe. Ja, und wenn alle Stricke reißen, musst du halt in den sauren Apfel beißen und gehen. Aber fang bloß nicht so einen Kleinkrieg an und mach so einen gleichen Scheiß wie die machen. Nee, du, da habe ich auch viel zu viel Angst. Was meinst du, was das für Leute sind, die hier ein- und ausgehen seit neuestem? Das sind wirklich dunkle Gestalten. Ja. So, liebe Anke, ich wünsche dir wirklich erstmal für die Gesundheit alles Gute. Vielen Dank, Jürgen. Und dann, dass das irgendwie doch klappt oder dass du eine schöne neue Wohnung findest. Danke dir. Alles Liebe. Dir auch. Tschüss. Danke. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht. In der Technik war Gundel Blendin. Morgen gibt's wieder eine Sendung. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und am Samstag ist mein prominenter Gast Michel. Gute Nacht. Tschüss.